Quecksilber und Amalgam richtig ausleiten? Und vor allem die Frage, soll ich meine Amalgamfüllungen wirklich entfernen lassen? Meine Antwort als ganzheitliche Zahnärztin Dr. Annette Jasper ist natürlich ja, mache das unbedingt. Amalgam ist pures Gift, welches dich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde belastet, weil du kaust auf dieser Füllung, du machst sie sauber, du schrubbst drauf, ja, und jedes Mal wird ein bisschen Quecksilber frei. Das heißt, du lutschst da quasi die ganze Zeit an einer Giftquelle. Und das möglicherweise über 10, 20, 30 oder sogar 50 Jahre. Okay, natürlich hinterlässt das Spuren in deinem Körper. Nicht von jetzt auf gleich. Das ist so ungefähr wie beim bei den Haaren. Ja? Wenn die Haare wachsen, bekommst du das ja gar nicht jeden Tag mit. Deswegen bekommst du das auch gar nicht jeden Tag mit, wenn dein Körper immer mehr vergiftet. Und ja, wir nehmen so viele Giftstoffe auf. Wir können uns so vielen Giftstoffen ja gar nicht, oder gegen so viele Giftstoffe gar nicht wehren. Die Luft, die wir draußen einatmen, je nachdem, wo du wohnst, in unserer Nahrung sind viele Giftstoffe. Ja, wir können vieles verändern, aber gegen einiges können wir uns nicht wehren. Aber du entscheidest, was in deinen Mund hineinkommt. Und du hast die Entscheidungsgewalt, deinem Zahnarzt zu sagen, bitte dieses Amalgam rausholen. Auch wenn dein Zahnarzt noch sagt, oh ja, sieht ja noch ganz gut aus. Oder beim Herausbohren dieser Füllung wird noch mehr Quecksilberdampf frei. Ja, das stimmt. Aber das ist ja nur ein Augenblick. Das Herausbohren dauert vielleicht 5 oder 10 Sekunden. Und dann ist es durch. Und wenn du dann das Amalgam richtig ausleitest und wenn dein Zahnarzt beim Herausbohren der Amalgamfüllung einige wenige Vorsichtsmaßnahmen durchführt, dann gibt es einfach, keinen Grund, so und so keinen Grund, die Amalgamfüllungen zu belassen. Welche Vorsichtsmaßnahmen sind durchzuführen? Einmal sollte dein Zahnarzt diesen Zahn isolieren, um zu verhindern, dass Amalgamstückchen in den Mundraum hineinkommen, ne? Dass du das nicht verschluckst oder dass durch die Mundschleimhaut noch irgendwie was aufgenommen wird. Und dazu gibt es solche Operationstüchlein, wir nennen die Kofferdamm, ja? Also so ein Damm. Also ein Damm, der verhindert, also die Zähne werden hier dementsprechend, so wie jetzt mein Finger, muss da jetzt mal durchpassen, wie mein Finger da jetzt durchkommt, so wird der Zahn durchgeführt und dieser Damm verhindert, dass alles, was der Zahnarzt aus dem Zahn herausholt, dass das alles hier eben drauf bleibt und dann kann die entsprechende Assistenz das dementsprechend dann wegsaugen. Und natürlich der Zahnarzt, der sammelt das Amalgam in speziellen Filteranlagen und die müssen entsprechend entsorgt werden, weil das ist Sondermüll, das ist Gift, ne? Aus deinem Mund, muss man sich mal überlegen. Okay, also sein Kofferdamm ist anzulegen. Dann sollte der Zahnarzt einen speziellen Bohrer verwenden, denn das Amalgam ist nicht so Schicht für Schicht abzutragen, sondern wirklich rauszubrechen. Ja? Und deswegen geht es ja eben auch so schnell, diese Füllung rauszunehmen. Und natürlich ganz viel Wasserkühlung ist erforderlich, damit sich diese Dämpfe gar nicht bilden. Klar kann der Zahnarzt noch eine entsprechende Maske tragen oder dir eine entsprechende Maske an die Nase aufsetzen. Das ist tatsächlich wirklich unterschiedlich in den Praxen, ob das auch noch gemacht wird. Aber alle mindestens Kofferdamm, entsprechende Bohrer und eben ganz viel Wasserkühlung. So, dann ist das Amalgam erstmal draußen. Dann heißt es für deinen Körper entgiften. Wenn du entsprechende Entgiftungsmaßnahmen durchführen möchtest, dann empfehle ich dir, vorher schon zu beginnen. Also man kann die Entgiftung wirklich mit unterschiedlichen Substanzen durchführen. Ich als Ayurveda-Medizinerin verwende sehr, sehr gerne ayurvedische Produkte und weil es einfach Naturprodukte sind und ich arbeite sehr viel mit Infusionen. Ja, also als ayurvedische Produkte verwende ich für die Entgiftung das Amalaki und das Triphala. Dieses Doppel sozusagen. Das empfehle ich dir schon so
zwei, drei, vier Wochen vorher, je nachdem wie groß diese Amalgamfüllung ist oder wie viele es sind, vorher schon einzunehmen. Ja? Also deinen Körper einfach schon darauf vorzubereiten. Denn ja, du hast ja schon ganz viel Gift, nicht nur Quecksilber, sondern auch anderes Gift hier eingelagert in deinem Körper. Ja, also das darf alles mit entgiftet werden. Und das Amalaki ist hochdosiertes Vitamin C und das Triphala ist eine Mischung aus verschiedenen Kräutern, die dem Körper bei der Entgiftung helfen. Das sozusagen schon mal so im Vorfeld, ich sage jetzt einfach mal vier Wochen vorher nehmen. In diesem Video gebe ich bei all diesen Dingen keine wirkliche Dosierung heraus, weil man das individuell machen sollte. Ja, auch bei allen Substanzen, wann du wie viel zu nehmen hast oder in welche Kombination. Bitte sehe es mir nach, das ist ein YouTube-Video. Solche Dinge müssen individuell nach einer Untersuchung und bei einer Beratung dann dementsprechend festgesetzt werden. Ne? Also du bekommst hier eine Idee, was kann man tun, aber du solltest das nicht einfach alles alleine machen. Also ich meine, gut, Amalaki Triphala kannst du dir besorgen, sogar bei muscanadent.com, ja, um wirklich gute Qualität zu bekommen, weil Bioqualität sollte es schon sein, du willst ja entgiften. Aber all die anderen Dinge, die ich nenne, bitte entsprechend mit einem ganzheitlichen Zahnarzt, so wie mir, besprechen oder aber natürlich mit einem Heilpraktiker oder einem Internisten, wenn der sich mit solchen Dingen beschäftigt. Übrigens, wenn du deinen ganz speziellen Fall mit mir besprechen möchtest und bis nach München magst du nicht fahren, dann kannst du mich wirklich sehr, sehr gerne in der Online-Sprechstunde buchen. Den Link dazu findest du unter dem Video. Und dann buchst du einfach deinen Slot von 15, 30 oder 60 Minuten, wie du auch möchtest, je nachdem, wie schwerwiegend dein Thema ist. Und kannst mir auch wirklich sehr, sehr gerne ja vorher Unterlagen von dir zusenden, wenn du welche hast. Wenn nicht, dann nicht. Dann machen wir es ohne. Also, du nimmst vorher, also ich sage jetzt mal vier Wochen vorher, diese beiden Substanzen schon mal ein, bereitest deinen Körper schon mal vor. Dein Zahnarzt verwendet eben den Kofferdamm. Und dann im Anschluss, wenn das Amalgam herausgebohrt worden ist, ist meine beste Empfehlung, wenn du die Möglichkeit hast, bei einem Heilpraktiker, bei einer Heilpraktikerin, dir hochdosiertes Vitamin C, Glutathion, Kurkuma, ja, als Infusion geben zu lassen. Das ist etwas, beziehungsweise es ist die beste, die schnellste Möglichkeit, dem Körper bei der Entgiftung zu helfen. Und diese Infusionstherapie geht vielleicht auch noch mal so zwei, drei Wochen, je nachdem. Und dann bekommst du in der Woche ein bis zwei Infusionen, ist auch individuell unterschiedlich. Und dann empfehle ich noch weiterhin noch mal zwei, drei Monate das Amalaki und das Triphala einzunehmen. Unter Umständen vielleicht noch Guduchi, um das Immunsystem zu stärken. Das ist so die klassische Entgiftung. Ach ja, dann habe ich noch ganz vergessen, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, mit einer Infusionstherapie zu arbeiten, könntest du auch Spirulina und Chlorella einnehmen, zusätzlich zum Amalaki und Triphala. Also diese vier Substanzen dann. Auch da, es gibt jetzt hier keine Dosierung, weil ich deinen Fall individuell nicht kenne. Du findest natürlich im Netz einige Informationen, aber meine Empfehlung ist wirklich, das mit einem Therapeuten ganz individuell zu besprechen. Ja, wenn dann das Amalgam also draußen ist, du hast diese Entgiftung so gemacht und du hast dann auch noch die Möglichkeit, entweder gleich oder später eine weitere Entgiftung zu machen, eine Darmsanierung auch zu machen, im Sinne von einer Panchakarma-Kur, einer ayurvedischen Kur, einer ayurvedischen Entgiftungskur oder einer Fastenkur, dann nutze die Gelegenheit, weil du entgiftest und reinigst einfach deinen ganzen Körper. Und ja, das ist ja die Grundvoraussetzung für eine wirkliche Gesundheit. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Ausführungen helfen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast und du findest diese Videos gut, du hast Gefallen an diesem Video gefunden, es hat dir was geholfen, es hat dir was gebracht, dann
empfehle ich dir, abonniere den Kanal, betätige die Glocke und dann verpasst du einfach kein Video mehr. Und wie gesagt, Online-Sprechstunde für dich ist immer geöffnet. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.